So, jetzt habe ich eine persönliche Frage. Junge Frau, was macht ihr da die ganzen Stunden? Stunden, Tage? Ihr habt ja keine Uhr, ihr habt ja einen Kalender, ne? Jungs, viel getrunken in der Nacht, 10-mal aufgestanden, Lidl-Würstchen gegessen mit dem Käse drin, so, wir müssen Pipi oder vielleicht auch groß, direkt morgens. Aber ihr blockiert Badezimmer, wir verrecken innerlich, wir sind tot. Nee, was macht ihr da? Larissa, ich schwöre, die geht da rein. Du hörst auch nur so komische Geräusche, hatte ich auch vorher nicht gehört. Morgens um 6, ne, so. Hä? Frisst die da Knäckebrot? Was ist da los? Ohne Schaum, weißt du? Beziehungsweise mit Schaum, so, ne? Weil, Larissa, es gibt ja zwei Kategorien von Mädchen. Einmal die, das unterm Wasserhahn abspülen, den Schaum. Und die Abschlagerin. Am Waschbecken, Jungs, kennt ihr? Habt ihr so auch so eine zu Hause? Abschlagerin. Man hört die eigentlich nur morgens um 6. Larissa so, morgens um 6. Na, Jungs, ihr wisst, was ich meine. Ich sag immer so, boah, ey, das Silikon, das hat überall Risse. Was soll das? Larissa, Mädchen, das ist so, dann ist immer auf, hier rumzuschreien. Du stehst vor der Tür so, boah, ich muss Pipi und so. Ja, Mann, ich nur noch Haare föhnen. Nein! Nur noch Haare föhnen. Dann wird die Höllenmaschine angeschmissen. Das stimmt ja gar nicht. Erst, ich habe noch nie gehört, dass einer richtig den Föhn anmacht. Direkt auf Anhieb. Weißt du? Hat das hier einer schon geschafft? So einfach an, so. Sondern geht doch. Kennt ihr das? Ich habe das noch nie geschafft. Ist das so, ne? Da sind nur drei Knöpfe dran. Entweder eiskalt, dass du so beschossen wirst, so mit Eiswürfeln. So. Das Ding redet dann richtig. So, willst du mich verarschen? Du Spottkur. Du stehst vor der Tür so, was machst du da drinnen? Stundenlang. Ich übertreibe eine Stunde lang. Und dann das Phänomen, sie kommt trotzdem mit nassen Haaren raus. Ihr habt immer nasse Haare, wenn ihr raus, aber schon lang. Was macht ihr denn da? Ich stelle mir so vor, dass sie einfach da nur so steht. So. Ach, ist das schön warm. Dann so, weißt du, diese Spackos hier draußen mit den Laubbläsern. So sagt ihr, ach komm hier, Staubwischen. So. Was macht ihr da? Versucht ihr zu fliegen oder so? Naja, egal, es gibt ja noch die Küche. Was denn? Ich hab doch gar nicht gesagt, was wir da machen. Dankeschön. Da, süß, das warst du gerade, süße Maus, ne? Das war so wie so ein kleiner Hund. Nein, aber ich schwöre, Larissa wirklich, die war letztens, ey, da war ich aber auch ein bisschen stolz. Da kam die so in die Küche rein. Die so, hä? In dem Spülbecken, da ist ja gar kein Kalkrand. Man nennt mich Antikal. Oder WC-Ente, je nachdem. So, ne? Boah, ich schwöre, oh, ey. Aber ich muss auch ehrlich zugeben, ich gehe ja auch nicht mehr gerne in den kleinen Badezimmer rein, so, ne? Also ich meine, so, beziehungsweise so, du wirst ja auch so ein Komplize Lietzen gemacht, so, ne? Wenn die im Badezimmer war. Mit einmal bist du alles schuld, alles. Jetzt bist du schuld. Auch wenn die sich fertig macht, die kommt dann irgendwann raus. Ich vergesse mittlerweile, dass die überhaupt noch in der Wohnung ist. Ich sitze da so mit meinen Frosties so, ne? Und mit einem Mal, ihr seid dann stundenlang drin, dann seid ihr irgendwann fertig. Ihr kommt ja nicht so raus. So, nun habe ich meine Körperhygiene abgeschlossen. Ich werde jetzt mich ganz in Ruhe fertig machen, weil ich war ja zeitig drin. Hurra! Oh, scheiße, ich hab keine Zeit. Scheiße. Kennt ihr die Szene, ne? Strumpfhose an, Pumps an, aber sonst nichts. So, scheiße, ich weiß nicht. Du denkst du, was ist das? So, wer ist das? Und dann bist du alles schuld. So, boah, ich hab keine Zeit und so. Was, ist es Sonntag? Ja, ich weiß nicht, was ich Mittwoch anziehen soll. So, ne?
So, du sitzt da, du wirst so komplizieren. Weil ich jetzt mit einmal wirst du um deine Meinung gefragt. Ich. So, ne? Weil dann bleibt du mit einmal stehen, so. Schatz, wie bin ich geschminkt? Oh, La Paloma-Frage. La Paloma-Frage. Jetzt bist ihr alle schuld. Deswegen habe ich mir einen neutralen Blick einfallen lassen. Jungs, ihr müsst einfach gucken, der darf nichts aussagen, der Blick. Bisschen begeistert, aber auch ein bisschen schockiert. Alles, da kann ich nichts mit anfangen, ist zu viel. Pass auf, ich konzentriere mich. Schatz, wie bin ich geschminkt? Innerlich denke ich nur. Ich übertreibe nicht, wie die manchmal aussieht. So. Die geht wirklich morgens, ich stell mir so vor, wie die morgens ins Badezimmer geht. Boah, ich muss mich schminken und so. Da wird so ein Malkasten aufgemacht. Wirklich, die sieht manchmal aus wie so ein Werbeplakat vom Phantasialand, jetzt ohne Plan. Ich schwöre. Und dann Hals schminken, warum? Kennt ihr die Mädchen, die den Hals nicht mitschminken? Die laufen immer so rum mit so einem weißen Rollkragenpullover, obwohl sie gar keine anderen. Hals ist nicht Gesicht. Ich so, ja, Larissa, aber wenn du nackt wirst, du siehst aus wie ein Streichholz. Jetzt mal ohne Blatt. Stell dich bitte nicht an den Straßenrand, ey. Gibt's direkt Stau so, weil die denken, da steht ein Stoppschild, so, ne? Ich übertreibe wirklich aber nicht. Wir waren letztens in Köln ohne Flachs. Wir waren in Zirkus gewesen. Zirkus, ne? Boah, voll teuer. 7,90 Euro, erste Reihe, beide Tickets. So, ne? Wir sitzen erste Reihe so, ne? Mit einmal kommen die Clowns raus, die Clowns. Kommen die so raus, so, ne? Hallo! Sehen Larissa? Also verarschen lassen wir uns nicht.